Servus zusammen und recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge Landwirtschaftssimulator 22 hier bei mir auf dem Kanal. Und wir spielen das Projekt Big Farm hier in Neubartelshagen. Ich bin hier gerade im Fendt unterwegs und wir haben ja hier unsere Felder mittlerweile abgeerntet. Und zwar einmal das Sonnenblumenfeld und zum anderen natürlich das Maisfeld. Und jetzt wird es hier, ein bisschen eng. Ja, weil der Kollege ist bereits am Walzen. Hier haben wir schon was angesät. Was haben wir eigentlich angesät? Ich muss gerade mal überlegen. Zack. Dum, dum, dum. Was haben wir denn angesät? Oh, Gerste haben wir angesät. Natürlich, klar. So, die Gerste haben wir angesät und der Kollege ist schon am Walzen, denn wir müssen auch noch ein bisschen düngen. Und deswegen bin ich hier mit dem Fendt unterwegs und dem Güllefass. Und wenn wir das Güllefass dann wieder auf die Reise geschickt haben, so, und befüllen, dann werden wir uns hier noch da vorne um das Feld kümmern und hier eventuell auch schon mal mit der Scheibenecke drüber gehen, ein bisschen Stoppelsturz, um das Feld schon mal vorzubereiten vor dem Winter. Und wir haben auch die Ballen bereits alle eingesammelt, das seht ihr hier von den Grasfeldern, auch die habe ich schon gedüngt. Und dann schauen wir mal, wie wir hier dann entsprechend weiterkommen. So, jetzt erstmal hier mit dem Fendt wieder aufs Feld. Und dann können wir nämlich hier mit dem anderen Trecker, dann holen wir uns die Scheibenecke. So. Wir müssen dann wirklich mal schauen, wie viel wir dann hier im Winter, wenn wir alle unsere Erträge entsprechend verkaufen, was wir dann da wirklich dann auch einnehmen. Und ich will dann zügigst eigentlich auf das Thema, so da müssen wir rüber. Ich will dann zügigst auch auf das Thema dann jetzt Umbau unseres Hofs hier angehen. Jo, weil da muss jetzt auch endlich mal was passieren, sonst, ja, kommen wir einfach nicht hier in unserem Plan vorwärts, hier einen schönen Hof hinzubauen, mit dem wir dann auch dann Viehwirtschaft betreiben. So, jetzt schauen wir mal. Hier haben wir den Massey Ferguson und zwar mit der Saatmaschine. Denn ich will dann später auf dem Feld, auf dem Maisfeld, da bin ich am Überlegen, ob wir dann anschließend dort gemischt Mais und Sonnenblumen dann ansehen nächstes Jahr. Weil Platz genug ist eigentlich, das Feld ist ja sehr, sehr groß und da können wir eigentlich auch zwei Früchte drauf packen. So, Delay, jetzt erstmal hier die Saatmaschine wegbringen. So, wie sieht es denn aus? Ja, muss noch nicht in die Werkstatt, muss auch noch nicht getankt werden. Wo haben wir den Platz hier? Wo können wir das Gerätchen denn unterstellen? Hier können wir eigentlich rein. Ups. So. Ah, jetzt überlege ich gerade, da ist der flüssig. Ja, dann packen wir da rein, ganz links. Und da ist die Scheibenecke. Dumm-di-dumm. Weil hier sind wir auch schon im Oktober. Dann geht es auch bald ans große Verkaufen und dann machen wir hoffentlich endlich richtig Zaster. Und noch ein bisschen geht noch, danke. Ja, man sieht hier die Gebrauchsspuren, also auf jeden Fall sind die Maschinen ganz schön schon unterwegs gewesen. Aber ich möchte immer ein bisschen schon die Felder so weit vorbereitet haben, dass wir da nichts mehr groß machen müssen. Denn wir müssen auch das Feld definitiv nochmal ein bisschen vordüngen. So. Dann klappen wir mal aus. Und dann würde ich hier erstmal zwei Vorgewände fahren. Gut. Also muss ich gerade mal schauen, haben wir da ein bisschen was verpennt? Nee, passt schon. Das passt schon. Hier rüber reicht das? Ja, so, Dele. Ja, das hilft uns ein bisschen hier. Die Stoppeln helfen uns hier auf der Linie zu bleiben, denn wir haben ja leider kein GPS hier auf der PlayStation. Jedenfalls wüsste ich nichts davon. So, da müssen wir ein bisschen von Hand arbeiten. Okay, das klappt soweit. Sehr gut. Ja, vermutlich wird sich gleich der Fendt wieder melden, dass der Tank leer ist. Okay. So.
Ja, passt das? Das passt. Sehr schön. Passt immer noch. Gut. So, dann nehmen wir hier diese Spur. Das passt dann. Sehr schön. Dann können wir dann hier anschließend den Helfer dann den Rest machen lassen. Jo, mittlerweile sind wir ja auch endlich in unserer Alpen-Map angekommen wieder, beziehungsweise dort endlich auch das Projekt. Ah, jetzt immer falsch. Da müssen wir ein bisschen zurücksetzen. Da müssen wir etwas zurücksetzen. Aber ich komme jetzt mal gleich hier auf die Alpen-Map zurück, denn dort haben wir jetzt endlich begonnen mit der Forstwirtschaft. Wir haben uns das erste Forstgebiet gekauft, haben dort uns eine Produktion hingestellt und ein bisschen vorbereitet. Und dort werden wir jetzt fleißig die nächste Zeit Bäume fällen, um dann eben Hackschnitzel zu produzieren. Und mit einer schönen Hackschnitzelfabrik von Model Zockt. Jo, eine schöne Mod. Und so, zack. Zottel Zockt, so ist es richtig. Habe ich gerade Model Zockt gesagt? Nein, von dem Modder Zottel Zockt. Von dem gibt es da auf jeden Fall diese Mod mit der kleinen stationären Häckselanlage, mit dem Holzhäcksler. Und dort werden wir dann arbeiten, werden dann über den Winter kräftig Häcksel erstellen und dann irgendwann natürlich auch wieder Bäume pflanzen und dann richtig hier die Forstwirtschaft ein bisschen vorantreiben. So, schauen wir mal, was der Fendt macht. Also er ist hier fleißig am Walzen. Der Fendt ist natürlich wieder mal zu Ende. Ja, da müssen wir früher oder später auch ein bisschen was tun, weil mit dem kleinen Fass kommen wir nicht allzu weit. Wenn wir natürlich diese großen Felder alle düngen wollen mit Gülle oder Gärresten. Aber das liebe Geld. Ja, wir müssen halt gucken, dass wir irgendwann mal die Sache hier mit unserem Kuhstall, dass wir hier diese Fläche ausbauen, dass das hier endlich ein richtig schöner Hof wird. Da müssen wir noch ein bisschen was tun. Und da bin ich ja fast geneigt, eventuell irgendwelche Subventionen anzunehmen und dann eventuell diese dann wieder zurückzuzahlen, zumindest virtuell. Aber das müssen wir mal schauen. Wie gesagt, jetzt warten wir erstmal ab, wie der Januar läuft oder wie unser Verkauf der Erträge läuft. Und dann können wir immer noch überlegen, ob wir in irgendeiner Form irgendwelche Subventionen oder Hilfen annehmen, die wir dann natürlich auch wieder zurückzahlen. Aber wie gesagt, die Fläche ist da. Wir müssen da jetzt mal ein bisschen was tun. Denn wir können auch nicht ewig da drüben auf dem Hof alles von unserem Lohnunternehmer haben, weil irgendwann braucht er die Flächen ja auch wieder. Deswegen müssen wir ja mal langsam in die Pötte kommen. So, ich überlege jetzt gerade, wir fahren oben lang. Ja, Felder haben wir auf jeden Fall genügend zu bewirtschaften, da müssen wir gar nichts mehr machen. Und wenn dann der Hof irgendwann mal steht, dann können wir auf jeden Fall noch dran denken zu expandieren, weil dieses Feld hier rechts bietet sich natürlich auch als nächstes an. Oder das Feld da vorne, ihr wisst ja, das schmale Feld hier neben unserem, ja, Zipfel. So, oh, bist du immer schon, nee. Wo ist denn das Ende des Düngens? Ach, das war Glanz da oben, hä? Ja, also ich meine, da hinten dieses rechte Feld, was man da hinten sieht, was gerade unbehandelt ist, unbearbeitet, das wäre natürlich auch eine Option als nächstes. Das würde sich hier anbieten, hier oben auf jeden Fall. So. Dann können wir hier jetzt mal einscheren. Genau, da sieht man die Spuren, da fahren wir rein. Und dann sollte das doch passen. Jo. So, was macht denn unser... Ja, okay. Der fährt jetzt die Bahn noch runter. Das können wir dann auch selber machen. Jo, das passt. Tempomat rein und dann orientieren wir uns wieder ein bisschen hier an den Spuren. Sehr gut. So, da hinten der Fendt. Und sehen wir irgendwo unsere Scheibenegge?
So, das macht er gut. Sehr schön, sehr schön. Ja, wie gesagt, Pläne gibt es viele für diese Map und wir müssen da langsam auch mal ein bisschen vorwärts kommen, weil ich weiß jetzt gar nicht, das ist jetzt schon die 41., die 42. Folge. Und wir haben zwar unseren kleinen Kuhstall da unten rechts mit Fütterungsroboter, wo wir ja unsere Kälber drin haben und da so ein bisschen die Aufzuchtstation machen. Aber irgendwann, sobald die dann Milchkühe sind, möchte ich doch auf jeden Fall endlich einen Kuhstall bei uns auf dem Hof haben und hier richtig in die Milchwirtschaft dann einsteigen. Wir müssen uns dann noch überlegen, was wir dann vielleicht noch als zweite Tiere nehmen. Eventuell Schweine, würde ich fast sagen. Ich meine, Schafe wären natürlich auch relativ einfach, weil wir dann nur das Gras brauchen und Grasfelder haben wir ja da drüben genügend. Und gut, da müssen wir uns auch noch Gedanken machen, ob das so bleibt. Aber Schafe wären natürlich relativ genügsam, brauchen auch keinen so großen Stall. Ja, und die Wolle, ja, die kommt dann immer so schön langsam und könnte dann verkauft werden. Aber da machen wir uns nochmal Gedanken, wie wir hier damit umgehen wollen. So, jetzt haben wir hier noch ein kleines Stückchen. Da müssen wir halt definitiv auch noch rüber. So. Jo, und dann können wir hier in der Spur fahren. Das müsste eigentlich passen. Ja, noch ein bisschen rüber, dann fahren wir hier mit den Reifen genau so. Das passt. In dieser Spur sollte passen. Sehr gut. So, wo ist denn unser Fendt? Ach, da ist er. Und sprüht noch Gülle bzw. Gärreste. Das passt sehr schön. So, sehen wir denn unseren anderen Kollegen? Ne, den sehen wir leider nicht. Aber der wird mit Sicherheit auch seinen Job machen. So wie es sich gehört. Ja, und dann haben wir hier auf jeden Fall, werden wir dann nächstes Jahr hier jede Menge Stroh bekommen. Auf diesem Gerstenfeld, weil die bringen schon ganz schön. Also da haben wir noch gut zu tun dann immer. Und da müssen wir uns mal Gedanken machen, was wir mit dem Stroh machen. Das können wir natürlich auch zu Silage verarbeiten und dann in unsere BGA werfen. Aber ich habe auch gesehen, dass es eventuell andere Möglichkeiten gibt. Vielleicht mit einem kleinen Blockheizkraftwerk oder ähnliches, wo wir dann auch das Stroh reinwerfen, vielleicht dann zu Pellets verarbeiten oder ähnliches. Also auch da gäbe es viele, viele Möglichkeiten, mit Stroh was anzufangen. Aber alles kostet Geld und das Geld haben wir leider noch nicht, weil wenn ich richtig weiß, haben wir sogar hier noch Schulden. Lass mich mal kurz reinschauen. Der wird ja auch ohne mich weiterfahren. Ja, wir haben noch 2000 Euro Schulden. Gut. 200.000. Jo, das passt soweit. Hat sich der Fendt mittlerweile, ja, der steht. Okay, aber wir fahren hier noch fertig und räumen das Material dann auf. Und dann können wir auf jeden Fall hier noch fertig düngen. Ja, und wie ich bereits gesagt habe, falls ihr mal Interesse habt auf eine kleine Farm, wir haben ja auch noch unser Projekt Neu-Mini-Brunnen mit der Alpen-Map. Und da fahren wir ja mit schönen kleinen Maschinchen, mittleren Maschinchen, weil wir auch nur kleine und mittlere Felder haben. Eine richtig schöne, kleine, übersichtliche Map. Und da haben wir halt eben, wie gesagt, eher das kleine Gerät. Hier auf dieser Map werden wir mit dem ganz, ganz großen Gerät arbeiten, früher oder später. Natürlich auch so Themen dann machen, wie eben Maishäckseln, Grashäckseln und was da so alles dazugehört. Also was ich jetzt, wo ich mir wirklich nicht sehe, in Anführungszeichen, ist natürlich auf diesen Feldern Zuckerrüben oder Kartoffeln anzubauen. Ne? Also das wird spannend. Was auch schon ein bisschen spannend wird, ist ja das Thema Season Pass. Und da weiß ich ja, da gibt es ja dann als Highlight Ende des Jahres wohl eine neue Karte und eine neue Frucht. Und die Bilder, die man ja sehen kann, deuten auf Karotten, Möhren hin. So, und dazu braucht man natürlich dann auch wieder große Geräte zum Ernten. Und da bin ich dann auch mal gespannt, wie das Ganze umgesetzt wird. Und Karotten ist mit Sicherheit auch eine interessante Frucht.
So, wo bringen wir den Kollegen Walze hin? Müssen wir noch irgendwas walzen? Nee, glaube ich im Moment nicht. Noch nicht. Dann bringen wir den erstmal wieder zu unserem Lohnerhof. So, wie sieht es eigentlich mit ihm hier aus? Mit dem Case? Ja, ist eigentlich auch soweit okay. Was die Wartung angeht. So. Die Walze lassen wir hier draußen stehen. Gleich neben dem Mähwerk. Okay. So, dann brauchen wir wieder ihn hier. Werden ihn wieder aufladen. Auftanken. So, und da unten sehen wir unsere Scheibenecke mit dem Traktor. Ja, und da müssen wir einfach mal schauen. Vielleicht haben wir mal Glück, dass vielleicht dann ein größeres Güllefass gleich beim Gebrauchtwarenhändler ist. So. Mal kurz schauen, wie viel Gülle oder beziehungsweise Gärreste. Oh ja, 248. So. Schauen wir mal. Silage 35 und hier produziert noch 70.000. Also da kann man auf jeden Fall noch einmal rüber. Okay, sehr schön. Und jetzt würde mich dann doch mal interessieren, aber nicht zufällig Pech. Nee, da ist nichts. So, wenn wir ein neues Güllefass wollten, ein größeres, ja, dann geht es richtig ins Geld. Natürlich könnten wir hier auch mit diesem Zwischenlager arbeiten. Das wäre auch eine Option. So, was haben wir denn hier? Da passen 18 Kubik rein. Unser ist, glaube ich, mit das kleinste, oder? Ist es dieses hier? Nein, das haben wir nicht im Besitz. Das auch nicht. Hä? Welches haben wir denn im Besitz? 15,5. Ja, aber wir haben dieses Gedönsenpalaber nicht hinten, die Schläuche. 15,5 Pullix, okay. Ja, aber Pullix, der hier? Nee, der ist es gar nicht. Der ist es auch nicht. Doch, aber der müsste es sein. Kann es sein, da haben wir bestimmt einen Mod oder so. Das hier wäre dann der nächstgrößere, gerade mal mit 18 Kubik. Ja, und da, wo es dann wirklich spannend wird, dann sind wir auch gleich bei 120.000 oder ähnliches. Eieieiei. Das ist ja nur Transporter. 161 mit 30 Kubik. 32 Kubik. Ja, da käme man natürlich gut zurecht. Aber 200.000, 34 Kubik, also ich weiß ja nicht. Und hier gibt es ja dann noch die 30.000 Liter. 16.000 Liter. Ja, das ist natürlich auch nicht schlecht, wenn wir dann mit der... Ich glaube, den hier haben wir. Ja, der, den haben wir im Besitz. Ja, wenn wir hier mit dem... Wie heißt der Track? Saddle Track unterwegs wären und könnten hier dann entsprechend... Naja, okay. Ist im Moment nicht machbar finanziell. Beziehungsweise dann wären wir wieder auf Null. Aber Gärreste haben wir so viel, die wir alle ausbringen können. Und da können wir uns das Düngemittel sparen. So, mal einen kurzen Blick von da oben. Ja, da müssen wir hin. Sehr schön. Hier wieder in die Fahrspur und dann sollte das Ganze doch passen. Und den Helfer losschicken. Sehr gut. Und dann schauen wir mal ganz kurz... Okay, 70, 65, 120 braucht Gerste, also ist relativ genügsam. Da können wir dann später auf jeden Fall dann nochmal mit Kunstdünger drüber.
Ein zweites Mal mit Gülle, okay, eher nicht, weil was hatten wir noch drauf? 15, 10, okay, 60 hat er, glaube ich, draufgepackt. Wenn wir nochmal 60 draufpacken, dann sind wir bei 130, okay. Nichtsdestoweniger passt das soweit. So, was macht denn er? Sehr schön, er arbeitet auch, das gefällt mir. So, hier machen wir mal schnell ein Thumbnail. Jo, dann machen wir aber hier erstmal die Hilfe aus. So, so sieht es besser aus. Sehr gut. Bitte lächeln. Sehr, sehr schön. So, und das soll es dann auch für diese Folge gewesen sein. Während hier der Fan jetzt mal einmal wendet, darf ich mich recht herzlich bei euch bedanken für das Zusehen. Und wie gesagt, wenn ihr Bock habt, jetzt ein bisschen auch Forstwirtschaft hier bei meinem Kanal zu sehen, dann schaltet doch auch mal ein in unsere wunderschöne Alpenmap Neumenibrunn. Ich sage wie immer an dieser Stelle vielen, vielen Dank für das Zusehen, für eure Zeit und bedanke mich dafür und sage tschüss, ciao, cheerio, bis zum nächsten Mal. Landwirtschaftssimulator 22 beim Badenfarmer.